Look at that booty. Oder am besten auf dieses Schwert. Auf dem Arm. Kira ist zurück. Back in town. Ein Wachmann hat mich begraben. Kent ist wieder ein behinderter Spasti. Ich begrabe gerade Leichen. Alter! Ob du behindert bist? Fährt er mir halt voll in die Seite, Alter. Tschüss. Warum denn tschüss? Ja, weil du gerade abzischst. Ja, warte, Moment, ich komm wieder. Ich muss doch nicht kopflos werden. Meine Güte, ey. Da kann 2 Sekunden die warten, die Frau. Natürlich nicht. Vor allem, wenn so ein schöner Dodge vor der Tür steht. Komm on, Dodge. Nee, hab ich nicht mal. Nein, hast du wirklich nicht. Ah ja, das ist ein Mustang. Die da hinten immer auf dem GX. Das war 7 Millionen Reinheiten. Hat er verdient. LOL! Mobile Wand? So fast? Also du hast mich gut geboostet. Ich hab's gemerkt. Und du hast mich echt gut abgebremst. Gut, kann am Dukes liegen, aber... Ich glaube eher, das liegt an dem... Gewicht im Vergleich von meinem zu deinem Fahrzeug. Ja, stimmt wahrscheinlich. Weil meinst du, sollte ein bisschen mehr wiegen? Dezent. Der hat immer noch Kopf, der Typ. Und die fahren wie die besenkten Vollidioten. Warum wenden die denn mitten im Tunnel? Ob die bescheuert sind? Warum auch nicht? Hast du jetzt auch Cops? Nein. Oh. Die waren gnädig mit mir. Damn! Damn, Daniel. Boah, Alter! Du bist der Breitseite so entkommen, ne? Ja. Du hast, glaube ich, noch einen Windzug gespürt von dem Fahrzeug, der an dir vorbeigeflogen ist. Ich hab's gesehen in den Kämpfen, von daher alles gut. Aber wollte ich ja Arsch haben, hat nicht funktioniert. Tja, du kriegst meinen Booty halt nicht. Eigentlich wollte ich nicht deinen Booty, sondern deine ganze Seite, aber. Ja, ich weiß, dass du auf meinem Tattoo stehst, alles gut. Manchmal fährt das Fahrzeug aber auch einfach nur Kacke. Und ja, liegt am Fahrzeug. Ich safe dich, kein Problem. Hast du gerade erstmal die Tür abgefahren? Du wirst gerade zusammengeschlagen, ja? Bist du sicher, dass er tot ist? Ja, ich bin mir auch sicher, dass ich Cops habe. Bist du dir sehr sicher, dass er tot ist? Jetzt ja. Müssen die Cops jetzt um die Ecke kommen? Oh Junge, ich hab mal Alu-Basie. Fängt dir von mir gut an. Lass mich rein! Nein! Hallo! Oh, komm her, Junge! Okay, so you're in serious trouble, and you need my help. Okay, okay. Alter, der hat die Basie zum Schauen gekriegt. Hey, ich hab eine neue Waffe! Du coverst mich, ne? Hauptsache erstmal 9000 Schuss für das Ding! Ja, du übernimmst die Schuss der anderen Waffen. Hallo! Kannst du mir auch nicht helfen? Nö! Stay on the road. Das hier ist ein Parkplatz, du Spasti. Das müsste auch die Einser gewesen sein, oder die und die stand. was? Ich stehe gerade vor einem Polizeibeamten und bin am überlegen zuzuhauen, ne? Du hast ja auch keine Hobbys. Außer Leuten auf den Sack gehen. LOL! Okay, der ist genauso abgehoben wie die anderen.
Abgehoben? Ja, wie die eine, die ich überfahren habe. Abgehoben? Jeet! Wir müssen abheben. Oh, komm her! Alter! Daisy vorn nacken und dann geht alles. Du bist an der Stelle aber auch erfolgreich nicht los, ne? Nö, nicht ganz. Junge! Was denn? Ich hab einen Baseballschläger und hab keinen. Und ja. Ich wahre mich nicht davor, den einzusetzen. Also, wenn einer in Nahkampf kommen will, dann kriegt er halt den Basie. Der ist besonders nicht verantwortlich. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Nee, wirklich nicht. Wir haben einen Basie in der Hand, siehst du doch. Guck mal, Easy Stern los geworden. Durch vom Haus. Komisch. Ja, guck ich mal, was im Kühlschrank so ist. Tailgate unit. Some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's ground to a halt. You want them up and running again? Get them what they need. Bing. It's parked at that location. This is straightforward enough. Let's get this one back in good shape. Sie können mir bei meinem Auftrag helfen. Kann ich das? Achso, du bist noch gar nicht da. Ich dachte, du wärst schon wieder da. Nee, ich muss gleich noch mal kurz weg. Ja, du musst dich halt nur einmal kurz bewegen oder so. Weil GTA kriegt gerne schnell. As you know. You asshole! I'm not an asshole. Mein beschlagnahmtes Fahrzeug wieder besorgen. Hey. Jetzt habe ich mein beschlagnahmtes Fahrzeug wieder. Dann fahr ich jetzt zum Auto, das Auto.
steht hier am Arsch der Welt. Weil möglicherweise habe ich die ganze Zeit 3 Sterne, aber... Aber ansonsten... Sparken! Da kann ich nicht mal was für! Nein, hast du das Auto geklaut? Nee, deswegen, ich hatte schon davor die 3 Sterne. Das ist ja auch schon. Möglicherweise hat er gefragt, ob ich nichts Besseres zu tun hätte, den Polizisten 19 anzugucken, und dann habe ich über eine Memalo-Version übergehauen. Dann ist er ausgewichen, hat mich geschlagen, aber nicht durchgedreht, habe die Waffe gezogen und in die Fresse geballert. Seitdem habe ich 3 Sterne. Jetzt hat heute wieder sein Hobby los, ich was? Ich hatte Hobbys, er hat gefragt, ob ich Hobbys habe. Ja, er hat mein Hobby zu spielen bekommen. Schon klar. Ja. Zum Beispiel. Also das klingt jetzt auch schon wieder schlimmer, als es eigentlich ist. Deswegen hat man kein Waffen-Upgrade bei einem Deluxo drin. Vor allem bei gerade Richtung Norden des. Ich gebe mein Bestes. Ich habe gehört, ich ziehe den da raus. Ich habe ja eh schon einen Stern und dann nimmst du den Wagen mit. Ungefähr. Okay. Ich versuche mal mein Bestes, das Fahrzeug nicht allzu sehr zu beschädigen. Ich habe halt nur 2 Minigas. Easy, Leute. Warte, da geht noch mehr. Was für eine Theorie. Aber ich will es ja low halten. Der ist ja zum Glück nicht der Schnellste. Er ist jetzt nicht gerade langsam. Oh, das war eine dumme Idee! Ich hab einen Polizisten, der neben mir gefahren ist, einfach mal ein paar Schüsse in die Fenster reingedrückt, der ist instant explodiert. Hallo! Hallo! Hat gerade der Tobi gesagt. Ja, das ist aber auch nicht Tobi, würde ich gerade sagen. Ich war mir nicht sicher. Ich war mir aber auch nicht sicher. So ehrlich kann ich sein. Guten Tag, Chris. Guten Tag, Kevin. Nur, dass du nicht Günther heißt. Halt's ab! Ah, und wie geht's euch so? Gerade wo ich da bin, du Arschloch. Geht schnell. Ganz okay. Ich bin gerade dabei, den Heli runterzuziehen, der die auf den Sack geht. Sehr viel Polizei, Junge. Geht nur noch 5. Das ist nun. Oh! Tschüss! Ciao. Ja, guck mal, brauchen Sie Hilfe irgendwo bei? Wie viele Sterne hast du eigentlich? 3. Hey, da hast du genug. Wie geht's mir denn so? Alter! Geht's den beiden gut? Wie gesagt, geht's so. We are both sick in some way. Ha? I'm feeling good for now, but... What? Morning it was pretty bad. Wieso? Was ist los? Magen-Darm mit Bier, mit Migräne und
Ja. Ja, das hört sich eklig an, Digga. Also, ich hatte mal eine Fahrstunde. Und? Ja, lief gut. Zum Glück hat es nicht weiter geregnet, weil in der Nacht hat es geregnet. Und wenn es heute Morgen noch weiter geregnet hätte, dann wäre die wahrscheinlich abgelassen worden. Aber wisst ihr, was gut ist? Am Donnerstag, also nächsten Donnerstag, da habe ich da Nachtfahrt und Autobahnfahrt. Das ist nice. Gleichzeitig oder? Ja. Hä? Gleichzeitig oder? Ich mache zuerst kurz Autobahnfahrt, wenn es noch ein bisschen heller ist, und dann kommt halt die Nachtfahrt. Also im gewissen Sinne gleichzeitig. Wo stehst du eigentlich? Oder wo fährst du eigentlich hin? Bist du hier denn gekommen? Gesundheit. Noch nicht. Danke. Dann denke ich mir wieder gerne. Ich verstehe es nicht, wieso bei mir One Piece World Seeker nicht funktioniert. Also ich tue das Spiel starten, es tut sich in so einem kleinen Fenster öffnen, dann tut es direkt wieder abbrechen. Also tut es direkt... Dann stürzt sein Spiel wieder, dann stürzt sein Spiel ab aus irgendeinem Grund. Ja, wieso? Fehlerhafte Datei beispielsweise? Häufiger One. Ne, ich habe schon mehrere Mal nach Fehlern bei den Dateien geschaut. Yep. Also Mindestanforderung ist eine GeForce GTX 660. Betriebssystem? Windows 7, ich habe Windows 10. Und Betriebssystem empfohlen ist Windows 10. Okay. Und Grafik mindestens ist eine GeForce GTX 660 und ich habe eine 960, wenn ich es richtig weiß. Nur 950er. Ich weiß, ein cooles Drift muss machen. Ne, 960, 960er. Bin ich schneller als du? Das ist traurig. Keine Ahnung. 4GB RAM habe ich auch, also ich habe 8GB RAM, das ist empfohlen. Ja, das Intel Core i5 ist Mindestanforderung, ich habe Intel Core i7, was empfohlen ist. Okay, das heißt, aber trotzdem, das Spiel startet nicht richtig, weil es irgendeine Datei hat, die nicht funktionieren. Hast du schon mal also, installieren, reinstallieren versucht? Das noch nicht, aber ich habe halt nach Fehler in den Dateien gesucht. Und ich habe es halt bis jetzt erst einmal installiert gehabt und... Das ist ja fucking hell, das sind wirklich... Ich tue es mal wieder installieren. Das sind halt fucking nochmal... 19, fast 20 GB. Geht ja noch. Trotzdem. Dauert bei mir halt schon ein bisschen lange. Ja, ansonsten... Keine Ahnung. Das wäre die beste Idee, die ich halt habe. Ah ne, es sind 16,8 GB. Trotzdem. Ja, ich hab's schon deinstalliert und du sollst sie deinstallieren. Yay. Hi Kevin! Hi. Wenn sie gleich ein fettes Ding im Arsch haben, dann werde ich das. Schmeckt. Da stehe ich auch drauf. Gern dicke Dinger im Arsch. Was? Muss gucken, wie es mal aussieht, wann aussieht. Meine Fresse. Sieht tatsächlich aus wie von aus. Ach, also, Elf oder Tampa? 8-11 oder Tampa?
Mir egal. Ich weiß, dass ich mit Ami-Schlitten umgehen kann. Nehmen wir die Person, die mit Ami-Schlitten umgehen kann? Ja, natürlich. Du fährst halt so wenige. Ja, tue ich auch nicht. Ami-Schlitten. Komischer Kanadier, du. Ami-Schlitten ist auch nicht meine Welt. Muss schnell sein. Ami-Schlitten sind auch schnell. Hau auch eine Kurvenlage vom Behindert. Du musst die Dinger halt fahren können. Dann gibt's nichts fahren zu können, die haben eine Kurvenlage vom Behindert. Ja doch. Gibt kein Carbon hier. Kevin würde sterben, wenn er das Auto sehen würde. Und Kevin denkt sich so, was machst du aus dem schönen Haus? Also, noch schöner. Eine Augenweide. Ja. Aber Weide ist schon mal ein gutes Stichwort für die Farbe. Klingt nach Eisweiß mit Hass. Weide ist nicht Eisweiß. Was für eine Farbe hat der eine Weide? Grün. Das ist richtig. Aber es gibt auch noch eine andere Art von Weide. Braun. Ah, nicht ganz. Mein Fahrzeug ist grün und gelb. Wunderschön. Aber es wird ja noch auf einen anderen Spieler gemacht. Tut mir leid. Ich esse nebenher. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Alter, ist dein Opi jetzt schon was? Okay. Hat der die Dinger von so Opa eingebaut? Hier ist im Arsch, oder? Eigentlich nicht. Bei mir ist im Arsch komplett. Du weißt aber schon, dass das Liberty City Theme war, oder? Ja. Okay. Aber die klingt viel zu hoch. Das ist halt überhaupt nicht dunkel, sondern es ist so. Mega spaßig. Wenn man den blauen Spaß, die ist einfach mal eine volle Breitseite gibt, weil die sich denken so, ja, jeet rein da. Ine meine Bürste, ich will da nicht, ich füste. Füste, ja. Ha. Oh Gott. Ah. Mein Gott, ich hab's versucht. I failed. And you failed.
Welcome to stand-up class. Hello and welcome to standing up school. And you failed. Einfach weil er umfällt. Ohne Mist, mega anstrengend. Kann man ja sein. Jetzt ist Yeet. Natürlich kommt der Spaß in mir entgegen. Get yeeted. Please. Oh, ihr Spastis. Baguette! Danke. Bitte. Gut, die Jungs wollen Stress machen. Okay. Kevin, du hast mehr Schaden als ich. Ich bin auch ständig von den Blauen zerlegt. Du hast ein Standardfahrzeug. Ja, das ist das Problem. Ja. Ich hab Oberklasse. Ich bin nur in meinem Channel. Tschüss. Hallo. Und dann, als er reinkam, dachte ich mir nur so, als was war das schon wieder? Dachte ich mir nur, war das nicht leer? Ich krieg das Auto nicht wieder. Kein Ding. Sind ein paar Penner. Sind mir immer volle Breitseite vorne reingeballert. Haben dann immer schön drauf gehalten, während ich nicht Gas geben konnte. Das ist ranzig. Da kommt ja einer entgegen. Mach mal weg. Kannst du deren Auto klauen, by the way? Kann ich das? Ja, kannst du. Ja, lol, dann gib den Sultan Esser, du Sposti. Ach lol, kurz vom Ziel haben sie mich verrecken lassen, okay. Also, waren jetzt schon 1,5. Du hast gehupt, deswegen ist der Gärtner aufgestanden, hat sich beschwert. Er dreht sich um, guckt zu mir und kriegt ihn halt voll auf die Nase und dann an schön oben in die Fresse. Alter, aber auch, weißt du, der hat richtig ausgeholt. Einmal so quasi richtig seinen ganzen Körper eingesetzt und 180 Grad bewegen mit richtig Schwung. Einmal Home Run zum Mitnehmen, also. Oh ja. Alter. Rechts ist schneller. Rechts ist schneller. Rechts ist schneller! Die sind mich nicht. Jetzt hast du einen Sultan S. Kleiner Tipp, der hat keinen Turbolader drin. Das klingt der Standard. Weil es ein Sultan S ist. Ja, das ist halt irgendwie krass. Aber der hat wirklich keinen Turbolader drin, bettel ich. Also, er hat schon einen Turbolader drin. Aber kein Upgrade. Nicht den Upgrade. Richtig. Nicht den Upgrade! Der Upgrade, die Upgrade oder den Upgrade. Alter! Die Karre hat auch so, keine Bremsen drin. Ich auch bremsen. Die Karre hat keine Bremsen drin. Da braucht man ja nicht, man muss ja nur Gas geben. Ja, natürlich. Gibt nur eine Richtung. Vorne. Nee? Nee? Sehe ich so nicht. Karma. Irgendwas musst du abkriegen. Geh ich halt mit deinen ganzen Gästen tanzen.
Kannst du eher mit den Mitarbeitern machen, vielleicht haben sie dann eine höhere Arbeitsmoral. So. Wobei, nee, jetzt krieg ich wieder andere und fragen, wer denn die heiße Frau wäre. Tja, und dann zu sagen, dass es deine Frau wäre, ist halt schwierig, ne? So. Nee, das ist halt nicht schwierig, aber dann so, weißt du. Wer weiß. Ich darf nicht runter. Naja. Auch erstmal schön Clubhaus bewerben. Uff. Gut, mach ich. Warten Sie mal. Zusatzfahrerin. Ja. Wenn du mir den Sitz wegnimmst. Frau am Steuer. Hab ich den nicht weggenommen? Was? Einfach zu langsam. Natürlich. Drücke, um dein Handy anzuschalten, dir exklusive und dir die Nachricht exklusiv. Okay. Erstmal Leslo anrufen. Weil Leslo ist besetzt. Vielleicht ist der English Dave da. Nö. Der English Dave ist gerade besetzt, mein Gott. Und alles. Sehr, sehr beschäftigte Männer. Als ob der jetzt woanders ist. Allerdings. Heute nicht. Fährst du doch auf dem Rückweg vorbei. Hä? Was soll ich denn hin, bitte? Ach so, lol. Okay. Bin mega scheiße sein soll's. Herz verdient. Weißt du, was lustig ist? Die Scheibe ist nicht mal am Arsch. Da ist nix in der Scheibe vorne. Will die... Wie schlimm die Fuße, ne? Alter. Warte, Moment. Irgendwer muss dafür leiden. Du. Oh, die Scheibe vorne ist immer noch nicht im Arsch. Jetzt ist sie im Arsch. Ah. Fucking Sinn im Leben. Hat doch lang genug gedauert, lol. Weil warte ich bei Einschusslöchern nix. Grünen sind halt so klein, die sind einfach durch die Scheibe durch. Und ich hatte schon den besten Zauberer. Solche Straßenverhältnisse lobe ich mir. Lass Baron anrufen. Ron, halt's Maul. Niemand mag dich. Ruf ich erstmal Agent 14 an. Wem ist gerade auch besetzt? Ach Gott. Vielleicht geht immer meine Assistentin dran. Tatsächlich. Vielleicht geht der Dom dran. Lass mich raten, noch ein Post. Nein, das ist die letzte. Okay. Können mal zwei, wo es nicht ist, und dann einer, wo es ist.
Tony! Der Tony ist gerade besetzt. Alter, die ist ja richtig eine Furze. Schauen Sie wieder an, Chef. I'm only doing this because I owe Tony. His last partner in Liberty City ran out of Nazi with a fire. Kein Problem. Amazing. Need a night out. So tired of deleting all these assholes on Bleeder. If I wanted a picture of your junk, I would have asked for it. Na, rechts weit brennt das Auto den Berg runter. The thing is pink. My tween fanbase is going to love my snap. Diese Fotze, Alter. I'm a brand evangelist, you know. Spiritual. Wenn sie aussteigen von mir eine Waffe in der Fresse hat, dann. If Lacey Jonas is at the high road, I'm gonna take the high road and not clock that bitch. I'm her role model. What? When I was in Ibiza, Dixon was totally looking at me the entire time from the DJ booth. Hörst du mir jetzt zu, was ich sag? Ein bisschen. Aber es ist ja bei jedem anderen Dialoge. Alter, sie ist komplett die Bitch bei mir, ne? Von ja. Wegen, ja, mich beobachtet hier jeder und ja, meine Chili-Fans sind da so geil und eigentlich komme ich nur hin, weil Dix das unbedingt möchte und ich ihm gefallen beim Opfer. Ach ne, Tony, Entschuldigung. Und ja, eigentlich habe ich ja keinen Bock. This place better be ready to get popped. Thanks for the ride. I'll see you in the VIP. Du siehst mich nicht im VIP-Room. Steig aus! Jawoll! Jawoll! Ziel erreicht! Und ich war's nicht mal schuld! Das ist das Beste an allem! It's amazing! If we can get einfach so überfahren worden mit social media. Do you know how much that's worth? For all of us? Does my hair look right? Leslo, du bist ein gemein hässlich. Vergiss es einfach. That was like fun. Wir sehen schon, oder? Hörst du ihn? Schon Turbo, oder? Ja. Ich auch nicht, das ist das Problem. Zwischen muss das. Zwischen muss das. Tut es aber nicht. Gibt nur eine Ausnahme, wo es nicht zwischen muss. Zwei. Bei Trecker noch behalten, Fahrt. Ne, bei Oldtimern. Bei Ami-Schlitten. Aber Ami-Schlitten muss mehr rühren als zischen. Meinst du nicht ja heulen? Meine ist auch Kompressor? Ja. Aber halt, zischen ist da irgendwie nicht so geil. Oh, der tat richtig gut, Alter. Jede Wand einmal mitgenommen, wie sie hier war. Du bist ein behinderter Autofahrer. Mich nur Autofahrer, Alter. Bin auch ein Behinderter. Ja. Do you wanna build a snowman? Boom, 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 boom. I want you in my room. Warte.
Was war denn jetzt bei dem? Was will der denn jetzt bei Bernhard? Erstmal auf jeden Fall das Auto holen. Bernhard, du hast gerade auch schon wieder eingerissen. Ich hab neun PDA-Spiel. Okay. Bernhard, du bist sehr intelligent. Ich sag, ich muss mich ja mit hoch. Muss mich doch einfach mit hoch. Wow. Ja. Ich höre das Lied jetzt gerade wirklich, Kevin. Welches Lied? Schwierig, ich brauche wen. Kein Ding. Boom, 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 boom. I want you in my room. I want to be together. Wie komme ich überhaupt hoch? Wenn es ums Hochkommen geht, krieg ich hin. Ja. Du kannst ja schon mal die Sachen clearen, nicht? Hier gibt es nichts zu clearen, ich muss einfach nur hoch. Das ist eine Leiter. Ach, hier ist eine Treppe. Ich glaube nicht, dass das eine Treppe ist. Doch, da ist eine Treppe. Sicher, dass es eine Treppe und keine Leiter ist? Ja. Okay, dann kenne ich den Spot noch nicht. Weil ich kenne nur einen Spot, wo ich ums ganze Gebäude gerannt bin, um die scheiß Leiter zu finden. Und ich muss ja doch was klären. Da steht ja noch einer. Bei mir! Easy gepackt! Ohne Komplikation! Ich hätte es dir so gegönnt, dass du einfach mit dem Kopf einfach voll im Rotor hängen bleibst, ne? Nee, ich hätte, weißt du, was ich mir viel mehr gegönnt hätte? Ha? Vorne an der Bande hängen zu bleiben, mein Motorrad bleibt oben und ich schicke runter. Ja, das kommt noch oben drauf. Boom, 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 boom. Up in my room. Ich war jetzt aber auch schon wieder locker zwei Wochen nicht da. Ich darf mir jetzt GTA neu kaufen. Warum darfst du dir GTA neu kaufen? Weil er ein Band kassiert hat. Ja, aber die Bands sind temporär. Doch. Es sei denn, du bist schon zweimal vorher gebannt worden, dann ist er nicht temporär. Die drin sind dauerhaft von den Social Club Aktivitäten ausgeschlossen. Hat's vorher schon mal Bands kassiert? Ich hatte einkassiert wieder den Redux und jetzt ist es dauerhaft. Ich wollte gerade einfach nur GTA starten. Cool. Ja, easy. Ich meinte. Deswegen benutze ich einfach keine Tools, die Spieler in Hand. Auch kein Bunny Hop Tool in CS etc. Weil es einfach behindert ist. Ja. Lass mich halt. Ey, Redux sieht halt besser aus, Mai. Was war die Frage? Lass mich raten, das ist ein Grape Seed. Wahrscheinlich.
Außer wenn ich euch mit der PS4 joinen kann. Nope. Mit Sicherheit nicht. Cross-Platforming ist nix in GTA. Ich weiß nicht, ob ich den Bann irgendwie umgehen kann. Meine Fresse. Immerhin kommt die Scheiße jetzt raus. Bloß durch die Gegend ballern. Nur komm, wenn wir eh schon so weit abseits sind. Das war knapp! Nein! Das war knapp! Nein! Hier ist nichts knapp. Das war richtig knapp! Der war knapp! Da steht doch 100 Point auf der Tankstelle. Dann sag ich doch. Ja, wo hier? Ich hab schon. Ist schon fertig. Lass ihn aus! Ich bin dann automatisch aus der Kamera rausgegangen, weil du auf die Kamera aufgekommen bist. War alles safe. Ich weiß nicht, was du hast. Safe, Alter. Lack ist offen. Weil ich ein bisschen aufgesetzt habe? Ja, war ja auch klar. Ey, das ist ein Maverick. Oh! Rückkehr wird natürlich ins Spiel. Abziehen! Noch mal einer, ich konnte nicht schießen. Ja gut. So, er ist direkt unter uns. Sorry. Oh, natürlich. Ah, ich hatte es doch nie, dass du es das letzte Mal. Ja. Boom, 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 boom. I want you in my room. Hast du es gerade in Dauerschleife laufen? Ja. Oh wow, das wird mir sowas mal auf den Sack gehen. Wenn es auf den Sack geht, wechsle ich auf die Playlist und wenn du ein bisschen gute Laune bist. Okay. Das ist ein Lied, was mir echt immer gute Laune gibt, einfach nur mal zu reden. Alles. Dann. Das ist auch nur das nächste am Büro. Das richtige Auto. Ah. Weißt du, das richtig ekelhaft ist, so zu scannen, oder? Dankeschön. Du weißt schon, dass du nicht scannen musst, ne? Der ist gescannt! Als ob du ihn scannen musstest. Muss ich doch. Uff. Aber hab ich gescannt. Hallo, ne, hab ich hingekriegt. Halt den Heli.
Verhalt den Heli, sagt er. Hör mir! Ich hab mir ein Fahrzeug besorgt, damit er herfahren. Ja, warte, bremst ihn aus, ich komm vorbei. Ich hab mir das ultimative Verfolgungsfahrzeug geholt. War vielleicht nicht die beste Wahl, aber es. Aber funktioniert. Ich sag's mal so, der Heli wird nicht lange leben. Ja gut, weil 14 Euro passt. Du bist so ein Boosted-Penner, ne? Der Heli ist, glaube ich, jetzt gleich im Arsch. Der ist schon längst im Eimer. Hab getroffen! Warte, ich flüchte! Ich muss hier weg! Gib mir den BMW-Arschloch. Helfen Sie mir! Haha! Ja gut, dann spiel ich Apex. Iiii. Dann spiel ich was 60 Jahre oder so. Wir kaufen mir GTA neu. Was? Ich hab geschaut, was geht nicht. Egal. Warum überhaupt nicht? Boah. Ich verstehe keinen. So, was? Was hast du gesagt? Nix Interessantes. Okay. Ich fliehe gerade vor der Polizei. Sehr erfolgreich sogar. Na dann. Traurig, aber wahr. Mit dem fucking Roller. Ja. Die wollten mich gerade umwehen. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sind sie im Modus umwehen. Da habe ich ja absolut keinen Bock drauf. Das Schöne ist, du hast die ganze Attention von der Polizei. Ja, aber mit Hass, ey. Jetzt haben die so 5 Wagen. Der Typ auf dem Roller. Der ist gewaltgefährlich hinterher, da Jungs. Oh ne, da kommen ja eine Polizei entgegen. Ein Typ auf dem Roller mit einer Taschenlampe in der Hand, Entschuldigung. Und ich hab keine Angst, die Taschenlampe zu benutzen. Yeah. Easy. Ich geh mal wieder runter. Okay. Der sieht gerade überhaupt nicht Spinner aus der Wagen oder so, nein. Ich bin gerade am Flüchten. Juhu. Was steht hier random Marshall auf der Straße? Ob du behindert bist. Ich bin gerade offiziell abgehauen in einem Moped von der Polizei. Na dann. Jetzt hab ich einen Heli. Und ich fahre gerade einen halben Buggy. Oh, nur einen halben? Mach doch einen ganzen draus. Geht hey, nicht, mach ich kann meinen Tank nicht kaputt schlagen. Aber die Front war komplett weg, das Einzige, was vorne noch dran hing, waren die Scheinwerfer. Ich brauch den denn auch noch. Ich mach mir einen Buggy. Ich fahr hier einen Buggy, hast du gesagt, schon. Richtig. Ich fahr hier einen halben Buggy. Und es war ein halber Buggy. Mach schon ganz toll aus. Ja, nee, jetzt ist er in der Garage. Was soll der Garage? Solange du dafür auskommst, kannst du von mir aus machen, was du willst. Tja. Außerdem gibt mir das Lied echt mittlerweile auf den Sack. Finally! Hat ja lange gedauert. Ja, hat's wirklich. Oh, wow, this is what I want to do. Boom, 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 boom. In meinen Augen, ich kann jetzt in 2 Minuten Mission starten. Ich hab den super Moment, um zu wechseln. Ba da 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 da
du so? Am Büro. Buchstabieren Sie bitte Büro. B-U-R-O. Okay. Nicht B-U-R-E-A-U. Nein! Er hat das erst mitbekommen, worauf ich hinaus wollte. Das ist der Büro. Okay. Das sind halt einfach nur Engländer, die kein Büro aussprechen wollen. Nein. Weil es eine komplett andere Bedeutung hat. Nein, 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 nein! Das 80, da siehst du dich doch. Ich darf wahrscheinlich gleich wieder im Kuruma hinterherfahren. Echt? Sag ich doch. Wohin fährt sie? Okay, ich weiß, Frau, danke. Ich geh schon mal. Oh, scheiße. Du solltest nicht auf den Fahrer schießen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Gatling von einer Deluxe es nicht schafft, in ein Auto reinzuschießen. That was the one time it worked! Ah, well, restart. Kannst du nicht. Schreib nur einen Timer. Ja, schwierig. Was mit Bunker? Ich glaube auf den Weg hin. War ich so oder so in die Richtung unterwegs? Weil da steht das Auto, was ich haben wollte. Das steht ja, glaube ich, sogar immer noch. Es hat nur angefangen zu brennen. Bin mir ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Moment, ich muss kurz gucken. Ah, ne, warte. Das war eins weiter. Ich wette, das Auto steht da einfach nur noch am Brennen. Das Auto steht da. Tatsächlich. Aber brennt nicht. Doch. Der Bunker sagt wahrscheinlich voll. Wenn du fragst echt jetzt, dann ist meine Antwort nein. Würde ich sagen, ja, ausliefern geht. Ja, ein Scheißdreck, Alter. Der Bunker ist nicht voll. Ein Bunker hat auch nichts zum Ausliefern. Schwierig. Okay, zweiteres war gelogen. Hey! Fünfmal weiter Magazin. Mach's gut. Wow! Look at the little baby! And now look at the big baby! Wow! The lab thinks there's some mileage in Britain. Genau. Okay! Ich habe keine Ahnung, was in der Zeit passiert ist, wo ich gerade in den Bunker war und wieder rausgekommen bin. Der Heli, mit dem ich gerade hier noch gelandet bin, ist möglicherweise ausgebrannt. Hat keine Rotoren mehr. Und das Heck ist abgerissen. Schwierig. How? I don't know. Okay, ich weiß, was passiert ist. Was denn? Dann ist die Luxo. Ja und? Was passiert? Nee. Oder? Nee. Oder? Und wie soll das passiert sein? Du bist mit dem Deluxe vorbeigefahren und hast in eine Rakete reingegangen. Nee, hab ich nicht.
Du bist mit dem Lux vorbeigefahren, angehalten, ausgestiegen, hast Nachbarn geschmiert. Alter, das hättest du tun müssen und dann in den Flug zünden. Die typischen Battlefield COD Trolls, ja, ich merke das schon. Nee, Battlefield Armor Trolls. Nee, das ist auch nicht passiert. Was ist denn passiert? Ja, das Ding hat halt nicht nur Raketen, ne? So lange mit dem fucking Shit drauf gehalten, dass das Ding explodiert ist. Ja. Ging recht schnell. Sonst irgendwelche Hobbys? Ja? Dich foltern? Das war's aber auch. Leute im Arena War umbringen? Alles, was mit Töten zu tun hat. So verstanden. Oder mit Quälen. Rennen fahren. Da quälst du wahrscheinlich auch noch Leute. Jay, warte mal! Alter, ich hab da oben einen Router geballert. Oh lol, 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 lol. Fangt euch, Brüder. Herzlich also bitte fertig hier. Was hat der Typ da? Siehst du den da oben, Kevin? Siehst du den? Oh! Abflug. Aber einen AP, ich brauche einen Hit. Natürlich. Jedes Mal, wenn du ein HP hast und aufstehen willst und irgendwelche Enemies in der Nähe sind, in dem Moment, wo du gerade aufgestanden bist, kriegst du einen ab. Es ist immer dasselbe. So, wo ist der letzte? Hey, warte. Ich warte doch. Ich bin dann angeschrieben worden, von wegen, ob ich ein Wortmenü hätte. Angeschrieben worden. Von wem? Von einem Typ, mit dem ich damals einmal gespielt habe und Himmel 2. Oh. Und mein Menü wofür? Da habe ich gesagt. Zeig doch mal auf, Kevin! Das war schwierig gerade, tut mir leid. Abflug! Magst du Bäume, Kevin? Nein. Okay. Au. Hey, immerhin der Baum hatte ich nicht getötet, ja? Du musst das Ganze positiv sehen. Halt's mal. Jetzt den Baum ab. Ja, war gemein. Wieso krieg ich denn die ganze Zeit Schüsse ab? Ich bin fast tot. Keine Ahnung. Hau! Das Wasserfest, ne? Hui! Und Boot! Oh! Ich bin ein sehr guter Fahrer! Du bist ein minderter Vollspast. Ja, pass auf! Wasser! Siehst du mal, wie du schießt? Die Schüsse vor mir kommen, aber der Rauch hinter mir ist. Aber der Rauch auch vor mir, meine ich. Nee, hä? Als ob ich jetzt ernsthaft beide Piloten weggeflickt habe. Haben ein Problem vom Boot auf der Straße.
Alter! Geh weg! Da steht ein fucking Boot auf der Straße. Will ich so wissen, wie du das ja schon wieder geschafft hast. Oh, da passt man nicht. Moment! Es gibt andere Schilder, die sind ein Stück höher. Genau die da hinten, mein. Du bist so ein Penner. Hast du auch nicht? Also passt der Wagen nicht runter. Nee, das ist mir auch schon geredet. Das Gute ist, du könntest nicht einfach gegen sowas mit deinem Mini anziehen. Ey, lass das Schild doch mal in Ruhe. Hallo! Das Schild hat ja nichts getan, jetzt hast du mich in das Schild reingefeuert. Au! Alter. Du frisst gleich sonst wieder am Baum! Das war schon knapp! Wir müssen kurz dunkeln. Oh, du Hinterpist! Ich hab gehört, wir müssen nicht tanken. Ja, der war nach Zapfsäulen aktiv, ja. Den Echt? Ich einfach nehmen können. Ja, ich soll ich nochmal gucken dann. Da rechts sehe ich mich in dem Loch. Nee, vielleicht noch nicht. Mal Abflug! Typ. Easy Beifahrer abgeworfen nebenbei. Was ist abgeworfen? Ich bin abgesprungen, du Idiot. Ja, ich weiß. Aber ich bin gerade einfach weitergefahren, perfekt, im Bunker, ohne Probleme. Ja, und ich habe keinen einzigen Schaden gekriegt dadurch. Also, ob. Ja? Du bist gerade eine Bergwand rangesprungen. Ja. Good. Aber ich habe das so gut getroffen, dass ich im Endeffekt lang gerutscht bin. Ich habe übrigens mal gefragt, warum er fragt, ob ich mobben will. Was? Ich habe den Jungen jetzt übrigens mal gefragt, warum er gefragt hat, ob ich ein Mod-Menü hätte. Ah. Ja dann. Machen wir was Neues, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Wir gehen Vorräte klauen. Schwierig. Und das ist das Vorrat-Ding, wo die Fahrzeuge zerstören und etc. Warum war der mal Junge? Ich hätte eigentlich gehofft, dass du weiter fliegst, aber. Dann wollte ich auf dir so halt halb drauf landen und halb. Halt gedodged. Uff. Aber ich aber war. Ich meine, dir passiert nicht mal was. Das einzige, was hätte passieren können, ist, dass ich mich aus dem Maul lege. Tja. Ohne Mist, wenn. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal pro Cursor gefahren bin. Alter, ne? Jede fucking Mauer war mein Freund. Warum habe ich was gesagt? Ich habe Kopfball mit der Laterne gespielt.
Der Tier hat gewonnen. Was ich halt mega komisch finde, ist die Engine, was passiert, wenn du dich von der Oppressor auf die Fresse legst. Du fliegst halt 50.000 Meter weit. Tja. Macht halt komplett keinen Sinn. Naja, doch. Nee. Also du kannst legit gegen eine Wand fahren, unter noch dem Effekt von dem Speedboost und du fliegst 50.000 Meter. Ja gut. Der Heli. Er hat Verspätung. Von der Deutschen Bahn. Ah. Da kommen die Helis. Die Helis sind da. Was für Helis? Das ist die andere Frage. Na? Er sagt ja auch Tiefe von einem Wortbild, dann sagt er für CEO. Was? Auch hier von einem im Mod-Menü und dann sagt er für CEO. Ja, okay. Nee. Hat dein Auto mich gerade gerackt, Boy? Scheinbar. Oh. Also ich sitze schon drin, ne? Ich hab's gesehen. Lass mich raten, du hast deinen Oppressor wieder verloren. Was? Du hast deinen Oppressor schon wieder verloren. Nee, weil ich hinlaufen muss. Das ist schwierig. Korrigiere hinklettern. Belastend. Und ich war auf dem Dach, wo ich halt von oben geschossen habe. Ohne Mist, ne? Das war so geil, weißt du? Wenn man am Schießen auf einmal kommt da einfach Kevin an so zwischendurch und dann so. Yay! So richtig schön so Auto unter Kontrolle? Nee, doch nicht. Ich hab damit gleich nicht so gesteckt, ich weiß nicht wieso. Ah, Kevin, lass mir dir helfen. Jetzt ist die Tür schon zu, jetzt brauchst du ja keine Hilfe mehr. Aber du brauchst Hilfe, anschieben. Belastend. Also du fährst ja wieder auf Rehe, das ist ja langweilig. Komm, pass auf! Jeet! Ich hab no, 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 no! Wenn du da reinfällst, hast du einfach verloren. Ja. Ja, das ist so richtig. Ich weiß, wo ich hin will. Ganz sicher. Natürlich. Mit kurzen Abstechen nach Vespucci machen. Ah. Ah!
Ah, ihr Wichser! Legit, weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich hatte halt einfach keinen Bock zu schießen, wollte hier abhängen. Bin ich dann mehrfach rechts durch die Tankstelle gefahren und irgendwann sind die einfach explodiert. Was behindert sind. Was gerade passiert ist, ich dachte mir so, ja komm, fängst an zu schweben, um die um über die ganzen Fahrzeuge im Gegenverkehr zu fliegen. Weißt du, was die Wichser machen? Das ist Luigi-Bub schon. Richtig. Die haben einfach meine Autorität von hinten untergraben und mich dann oben an das Schild geschossen. Über diese an diese Brücke geknallt. Ich so, hallo! Ohne Mist, das ist mit das Schlimmste, was du haben kannst. Greedy-Bump. Also Greedy-Bumps werden in so in Spielen im Allgemeinen einfach. Die sind zu langsam, der Herr. Mein Fahrzeug ist so langsam, ja? Ja, richtig. Da kann ich nichts für. Und die Zivis können alle nicht fahren. Siehste? Gesundheit. Dankeschön. Ich bin verdammt laut, wenn ich diese Fälle gerade auf. Geht so. Also im Real Life. Ah! Alright then. Ja. Busy on the floor. It's a me, Wario. I'm the brother of Mario. Nein, ist er nicht. Isn't he? Nope. It's a Wario. Wario ist dafür der Bruder von Waluigi. Who expected that? Okay, we're dropping these shipments out of the way. Ich muss weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sehen. Verstörst du gerade das Lieferfahrzeug? Nein. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte das Pistol Makro an und kaum steige ich aus, schmeißt Kira erstmal 3000 Granaten dahin. Möchtest du in das Fahrzeug einsteigen? Sehr gut. Ich finde auch die brennende Wiese, finde ich super. Darf ich ja mal schießen? Ja. Aber du weißt ja, Explosion. Das komische Dreckschild, ich mache schon. Bah. Das komische Gitterschild protectet mich von allem. Wenn ich aufs Maul kriegen will. Richtig. Und der mit der Gatling ist einfach konsequent gearscht. Wieso schießt ihr doch nicht? Ah! Alter, die hat mir Rückschuss gekriegt, oder? Da hab ich sie einfach nur so lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, die hat einfach nur so lange nicht mehr gespielt. Ich wollte ihn dafür töten, aber schwierig. Oh Junge! Ghostrider! Vor allem, der hat getanzt. Wie eine Ballerina. Da kenn ich noch wen. Du ziehst hier rüber, du wagst es. Reifen verloren! Wolfgang! Wolfgang, pass an! Kannst du einfach stehen bleiben, das ist auch eine Möglichkeit. Ha. Ich hab auch einen Reifen verloren! Hauptsache, der Audi 8 hat bei mir alle vier Reifen verloren. Er hat gar keinen Rad verloren. Huh. Steck halt einfach aus. Ja, die Motorhaube. Abgehoben. Yep.
Was muss so? Rechts! Okay, die Flammen hängen auch nicht einfach nur an uns auf uns drauf, oder? Andererseits muss man sagen, die Karre überlebt doch eigentlich mehr. Ich war nicht derjenige, der 5 Haftbomben daneben gezündet hat. Es waren Granaten! Das macht's nicht besser! Well, that- Aber die Granaten haben das Auto gar nicht getroffen. Meine Luxor vielleicht, ja. Deine Luxor stand neben der Karre! Da waren 3 Meter Entfernung! Ja, aber wirklich nur 3 Meter! Das reicht! Die ganze Fahrzeuglänge! Das ist nicht mal eine Fahrzeuglänge! Oh doch, 3 Meter ist eine Fahrzeuglänge. Halbes Fahrt vielleicht! Aber nee. Ansonsten ist 3 Meter schwierig mit einer Fahrzeuglänge. Nee. Komm, hör mir auf! Ich bin gerade einfach nur dumm, kann auch sein. Du bist einfach nur dumm. Ja, schon. Also bei den Fahrzeugen, die du fährst, ist 3 Meter keine Fahrzeuglänge. Ja, gut. Was anderes, ja. So, und du? Und du willst fighten? Und du willst fighten? Oh, Alubesi. Direkt 2 Nier geknüffelt. Schwarze Arme. Ich bin gerade in mein Büro einbrechen. Und schreibt gerade Vandalismus an der Glastür. Okay. Und ich kann mein Büro nicht betreten, wenn die Polizei mich noch. Bin ich an eine andere Glastür gegangen. Pontiac, Pontiac. Das Ehre wurde Pontiac. In. Der Pontiac-Kid. Pontiac-Kid. Pontiac-Kid! Ich bin nicht mehr reich, ich hab keine Millionen auf Konto! Richtig, er macht den Butters. Ich hab nur 981.000. Ja, schwierig. Ohne Mist, weißt du, wenn du mega, mega Lack hast auf dem KW-Server ist, du kommst in den ersten Minuten an Luis oder Butters. Get it and bring it in for sure. All repairs are charged to the company. Ja. Oder allgemein, da hast du richtig Lack. Weiß nicht, was ich wieder durchfahren soll. Hab ich eine Mission gestartet? Yep. Okay. Aber ich bin nicht mehr sicher. Oh, er klingt schon wieder hart nach vorne, ich halt. Mal wieder. Entweder das oder Sicherheitskontrolle. Fakt ist, das Auto steht auf der Autobahn. Ne, er steht da einfach nur. Das ist eine Fahrzeugbombe. Ha. Huh. Okay. Also zumindest dieses Mal, als ich da abgeholt habe, war das Fahrzeugbomben. Uff. Also wenn das nicht wirklich eine Fahrzeugbombe ist, ist scheiße. Ja, da steht ein Fahrzeug vor und das musst du immer wegparken vorher. Normalerweise wegsprengen, so wie ich dich kenne. Nee. Da steht halt immer vor ein Fahrzeug in einer Einfahrt. Ich meine, wird jetzt einfach in den Garten geparkt. Hauptsache Graupink. Das klingt nach Versammlungsfahrzeug. Graupink klingt nicht für mich nach Versammlungsfahrzeug. T-Rex? Nope.
Kannst du das Fahrzeuglager ausmarkieren, Tabellenmenü und dann wieder? Nö. Und solltest du schon, dann bist du nämlich da, wenn du, wenn die Bombe abgelaufen ist. Hast du ja genug Zeit beim Fahren? Sorry, aber auf der Ausfahrt sehe ich mich leider wirklich nicht. Gib mir einen anderen Weg. Mehr Rot-Weiß hatte ich nicht, tut mir leid. Was? Ich stand gerade auf meinem wundertollen Kanada-Marschall mit meinem rot-weiß-rot-weißen Outfit in meiner rot-weißen Schrotflinte. Du bist behindert. Nee, ich bin Kanadier. Komm aufs selber raus. Ja. Gefreiwilligt. Okay, let's get ready to ship. Alles klar. Ja, ich find's immer wieder super, dass ich einfach die Ranzkarre noch nicht abdrücken kann. I pretty much like that. Jawohl, da sehe ich mich. Jawohl, mit Pommes-Dekel. Not bad, yes, me. Pommes-Dekel ist da. Aber, oh, weißt du, wo ich mich sehe? Ha? Oh. Carbon-Felgen mit Felgenfarbe. Easy. There you go.
und bin ich auch fertig mit der Welt. Was? Ich hab schon wieder keine Millionen mehr auf dem Konto. Schwierig. We doing this? I don't need to tell you we got a lot riding here. Don't let the scumbags bring you down. Bring the cars to the fire. Okay, zum Weg. Ich weiß doch, wo ich lang fahre. Oh oh. Okay, ich fahre durch den Kanal. Scheinbar. Also in dem Ort werden mich diese Spastis nicht kriegen. Ich fahre gerade ein bisschen spazieren. Aber ansonsten. Ich meine, die Karre ist viel zu wendig dafür. Haben wir eine Kreise in der LKW? Nee, das nicht. Ich meine, er hat so einen kurzen Radstand und ist so breit, also kurzen Radstand in vielleicht zur Breite, dass der echt Kurven nimmt wie ein, weiß ich nicht. Das Rallye-Fahrzeug. Ja, ja. Das muss doch was können. Au, au, au. Au. Boah, hättest du mal Bock auf Rally fahren? So richtig, oder was? Ja. Nee. Wenn so einer kommen würde mit Opportunities, so ja hier. Nee. Rally nicht. Docker schon eher. Ja, natürlich. Nein. Ich sehe mich eher mit einem, weiß ich nicht, Supersportler über eine Rennstrecke oder so. Da sehe ich mich eher mit. Rallye ist mir zu krass. Ein Stocker, so schön Fahrzeuge manipulieren. Ja, ich stehe auch so oft glauben. Nicht! Also nicht mal rausglauben. Na, viele sind das. Stimmt nicht. Wo kriegst du halbwegs vernünftige Autos mittlerweile? Also ehrlich. Naja. Wir sind heute wieder sehr casual unterwegs. Ich bin hey. Gut, dass du wenigstens den Namen meiner Outfits kennst. Ist ihnen das Liebe? Nee. Tatsächlich nicht. Mir gefällt das schon, wenn du casual unterwegs bist. Halt, Fahrzeug! Wichtig ist es halt nur, dass ich nicht dieses asymmetrische Top trage, weil du sonst denkst, ich sei eine Kuh. Den Hass verdient. Weiß nicht wofür, aber den Hass verdient. Natürlich, du klopfst ein SUV. Alter, und nur mal die Tür ins Gesicht. Guck mal, perfekt! Und dass irgendwas passiert ist. Ja. Ich geb dir 30 Sekunden. Das war aber alles schon wieder arschknapp, du. Ja. Ist der bei dir auch zweimal abgehoben? Nein. Okay. Was nein? Ist der bei dir abgehoben? Nee, nein, oder? Der ist nur weggelaufen. Achso. Also. Moment, muss ich mal. Ey! Ja, mein Auto fährt vor mir weg! Oh, weißt du, aber dann, wenn dann so. So geht es mal für dich. Niemand getroffen. Ich will doch nur geholfen. Gib mir das Auto.
Lol. Als ob ich mich wegdolle, weil er mich mit der Schrot anschießt. Ja, deswegen haben sie mich nicht wegdollt. Möglicherweise habe ich dich mit der Tür mitgenommen. Do it! Ich hab mich gut versteckt! Hinter dem Brenner! Oh nein, mein Lohn beträgt jetzt noch 11.500! Ja, meine Leibwächter können mich halt auch nicht schützen. Komm, wir gehen golfen! Nein! Warum nicht? Nein! Warum denn nicht? Wieso hab ich einen Stern? Ich bin über den Zaun geklettert! Hallo? Der brennende Spackhosen. Bin hier ein Golfcaddy? Nee, scheiße. Was ist da ein Problem? Ein Problem, ich komm mal weg. Ja, genau. Ja, nee, nee. Ich sag's ungerne, aber. Obwohl, so ein. Die suchen mich gerade noch, die finden mich nicht. Ich bin unauffindbar. Dann ist das falsche Objekt zum Spielen des Bautzes. Nee. Nee. So. Wichtig, erstmal Kaffee dabei. Pass auf, der zieht mich jetzt aus dem Auto. Was wird das, wenn's... Okay? Na, Officer? Alles gut bei Ihnen? Er zieht gleich die Waffe und knallt auf dich drauf. Ha. Und, was sagt er so? Gar nichts. Rede nicht mit mir. Hallo, Kollege! Der sagt auch nichts dazu, dass er einfach ein Typ... This is fucking weird. This is fucking weird hier. Jetzt ist es. Da sitzt doch einer drin, der Fahrer ist gerade ausgegangen. No way! Da kommt der Nächste. Was ist hier los? Party! Schwarz-weißer Partybus, schalalala! Schwarz-weißer Partybus, schalalala! Wo? Hast du was gesehen? Police, Motherfucker! Verpiss dich! Ich hab ne Knarre! Was für eine Knarre ich auch hab. Geh weg mit deiner Schrotflinte! Nein, du nimmst nicht wieder Haftbomb! Ich bin der Baum. Nee. Ja. Doch, der Bob! Ja. Pass auf, ich krieg jetzt wieder einen Stern. Nee, heute nicht! Zieh ihn endlich mal ab! Alter, der liegt hier. Und schau, Officer! Huch! Oh, nee. Ach komm schon! Ich bin doch nur über das Auto geklettert, was mich eingesperrt hat. Ja, ich hab auch deswegen Stern, Heiner! Ich bin auch am Auto geklettert! Pass auf, ich hab den perfekten Moment, wo wir die abhängen. Den perfekten Ort. Ah, wir werden so absaufen.
Wir haben schon weiter. Natürlich! Auf den Kopf, was gibt's noch eine Möglichkeit, mit die Bullen abzuhängen? Ach, was? Guck mal, wir hängen die gerade ab. Easy. Wasser! Ja, Wasser in der Nähe. Das war ja überhaupt nicht knapp oder so. Soll knapp sein. Was meinst du? Alles gut. So im Allgemeinen. Die Cones sind hinterhergelaufen. Haben Bedenke dabei gelaufen. Also funktioniert ganz gut mit dem Mopper. Die kommen langsam näher. Ah, hier. Guck mal, werden nicht mal abgesoffen. Guten Morgen, Officer! Wofür denn jetzt? Dafür, dass du den wahrscheinlich mit der Sirene mitgenommen hast. Ich hab den nicht mitgenommen! Aber der ist eh hier, gerne? Der Typ hier dahin? Ah, oh, ja. Oh, never get me alive! Boop! Well, that's the problem. Help! Möchtest du mal fahren? Ja, alles gut. Du machst das schon, ne? Das ist schwierig, ne? Das Gute ist, wir entkommen jetzt nicht mehr. Aber wir werden noch nicht sterben. Bunkern uns ja einfach ein, weißt du, das Problem ist, wir leben nur so lange wie das Auto aus. LOL! With enough effort, everything works. Ich glaub, der hinten rechts ist platt, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Yep. So wie du driftest, wahrscheinlich schon. Nee, ist er nicht mal. Ganz einfach nur nicht fahren. Ja, das ist richtig. Na dann. Aber schon eine komische Kurvenlage. Ich bin halt ehemalige Stuntfahrerin bei der Police Academy gewesen, tut mir leid. Und hast du einen Wagen von damals behalten, ne? Ja, richtig. Deswegen sieht der auch so ramponiert aus. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber ich hab den Kopf so... Ja. Ich auch. No! Ah! Oh. Nur schon wieder! Guten Tag! Ich bin vom Dach gefallen! Oh! Alter, ich fall immer auf so, Junge! Haben wir Auto gefunden! You'll never get me! Scheiße! Now you will never get me! Ah! Adinai! Das ist unfair! I need some acceleration! No, you won't! Like, hopefully! Easy, no problem! No! Oh! Did you even touch me? Nope. I almost did. I will drown with my car. Ich steig da nicht aus. Nein!
Jetzt bin ich dazu geforst worden auszusteigen. Oh Mann! Auch gut. Hallo, darf ich einsteigen? The next one. Okay. Nice. Wieso mach ich den denn, wenn ich ihn verkacken will? Hallo. Und sie schauen sogar das Auto drin. Ja. No, 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 no! Wie sah das bitte bei dir aus? Ich hab nur das Auto gesehen. Oh. Ja. Ja, du kannst. Ah! Junge, gegen Holz, Mann. Boah, der Golfplatz brennt jetzt. Hat der Gärtner wieder viel zu tun. Hey, das war ja fast schon eben. Hast du dich selbst verbrannt, GG? Das sieht so behindert aus. Sie sind nebenbei muted, die Vollidiot! Das wusste ich. Ja, natürlich wusstest du das. Habe ich sie noch fallen gelassen vorher. Gut, und nu? Cool, your jets. Kann ich damit eigentlich auch zuhauen? Nee.
Any last words? I fell aus dem Bitch. Oh, das sah so hilarious gerade aus. Any last words? I'm famous, bitch. Schuss. Das ist halt so geil, wie ich einfach umfall. Ja, aber das hat überhaupt keinen Sinn. Geht das eigentlich auch mit dem Rocket Launcher? Oh, nee. Nee, Moment, dann bin ich tot. Aber mach mal. Apropos tot. Ah! auf einmal auf den Boden teleportiert. Und der Gärtner hat gleich wieder richtig keinen Bock mehr auf mich. Trau dich! Ich kann nicht mehr abdrücken, doch jetzt. Da muss ich los. Wir sind sehr produktiv im Moment. Wozu habe ich eigentlich einen dieses Outfit angezogen? Zum Greifen! Weiß ich nicht. Er hat zumindest keinen Golfschläger bei mir. Schwierig. Du keinen Golfschläger bei dir hast. Er soll daneben schlagen. Nee! Ich treffe halt nur kleine Bälle, deine sind zu groß dafür. Okay! Granted, der war gut. Willst du einen Golfschläger haben? Moment, warte, ich besorg dir einen. Der hat den Kopf komplett weggesägt, ey. Ja, das ist ein Golfschläger. Ja, das ist auch ein Golfschläger. Ich will spielen. Das ist nur ein Problem, da stehen Wachmann vor. Ja und? Der wird mich nicht so mögen, glaube ich, dafür, dass ich gerade niedergeschlagen habe. Das weißt du doch gar nicht. Ja moin! Was? Junge! Nie wieder! Nie wieder! Au, au, au! Du hast mich ständig auf die Kniescheibe! Mir braucht man aber auch nicht zum Golfen, keine Sorge. Nur mal kurz meinen Profi-Golfspieler anrufen. Mein Buddy. Der Buddy namens Lester. Hast du wieder einen Stern? Nee, zwei. Aber vorher. So. Ja, du kannst mich, granted, du kannst mich auch einfach einladen, aber... Hast du auch einen Stern? Nein, hast du nicht. Ah! Lester, geh dran, du schwule Sau! Oh, ich muss $0 bezahlen, wenn ich wirklich kommen will, ey. Huh. Dogger! Hast du hier schon mal Golf in GTA gespielt? Länger her. Du hast 2 gespielt, du hast 2 verloren und 2 gespielt. Ich bin ja eher so Main. Ich habe 2 gespielt und 1 gewonnen. Bei mir steht 2 verloren. Hä? 7 von 10? 1 von 2? Hä? Bei mir hast du 0 von, also bei mir steht 0 gewonnen, 2 verloren. Ja, und da drüben darüber steht bereit 1 von 2 und bei dir steht 7 von 10. Komisch. Also bei mir steht, ich habe 5 gewonnen und 7 verloren. Ja. Naja. Hey. Egal. Ah, Junge, Mann, zu Käufe, ja. Ich habe schon hartes Disadvantage. Weil du Mannzug spielst. Ja. Ist halt schwierig, Schulmädchen haben es einfacher. Vollkommen unfair.
finde ich vollkommen unverhältnismäßig. Verschwing ich doch erstmal mein Ding, Junge. Hey, aber dafür kannst du einen schöneren Anblick haben wie ich. Ich würde den Putter nehmen. Ja, natürlich. Wenn nur so ein Tipp vom Profigolfer, glaub mir, ich hab gewonnen. Würde ich dich jemals anlügen? Der Putter ist bei sowas gerade Main. Hau doch mal rechts in den Baum. Ja, natürlich. Oh shit. Hast du halt wirklich in den Baum gehauen, oder? Nein. Not sure though. Ich wollte ihn ein bisschen stärker haben. Aber okay. Egal. Scam! Das hatte ich ja noch nie gehabt! Hey! Jetzt! Das hatte ich ja noch nie gehabt! Ja, schwierig! Der Fall ist halt mal hängen geblieben oder so! Ja! Du hast irgendwie geschafft! Oh! Neuner Eisen! Ja, ja. Ein Abflug. Ach nö. Oh doch. Hey, immerhin sind wir jetzt wieder gleich auf. Immerhin, ne? Erst mal putten, was? Nein, ist ja der SW. Putten, Alter. Wo denkst du denn hin? Musst du kacken? Ich weiß auch nicht. Alter, ja. Lass dich so behindert. Oh. Muss halt auch mit Hass kacken, ey. Das ist der perfekte Treffer, egal. Perfekter Treffer ist, dass du den genau da getroffen hast, wo du ihn haben wolltest. Du musst halt auch noch Wind beachten, etc. pp. Ah. You serious? Alter, wow. Das ist nicht möglich! Ich dachte schon, Toonton würde uns scammen. Alter! Hallo? Lol. Ja, verdient! Ja dann. Alter, ich will Minusbereich am Ende haben. Nur nicht anstrengend. Fortfahren, aber ich frage gar keinen Fort. Und was macht ihr so? Geht ja golfen. Golfen, okay, klingt ja interessant. Ehrlich so, ja, dann musst du los, oder? Kannst du theoretisch bei meinem Stream zuschauen, dann weißt du, wie das ist. Oh, wo ja schon wieder Lust haben. Nein, nein, nein! Oh. Eine Frage, hast du ganz viele Kugeln bei dir im Körper, als du golfst? Was? Okay, mein Charakter ist komplett mit Kugeln zerberstet. Nee, meine ist vorher gestorben, von daher alles gut.
Was für Werbung? Was für Kongster-Werbung? Was für? Weg! Was für diese Werbung unterstützt Twitch? Diese Werbung fuckt ab. Wieder aber nicht Twitch unterstützt. Ja. Oh, weg die Scheiße! Warum in Windows, Calvinio? Because. Okay. The fuck. Was hat Arma 3 denn hier wieder für eine Scheiße gebaut? Nein! Wo ist die Auflösung? Ne, die ist richtig. Toll. Ab in Baum! Fenstermodus, weil ich früher immer das Problem hatte, dass GTA meinte, sich im Fenstermodus zu starten in 1920x1080. Seitdem spiele ich nur Fenstermodus. Weil es auch convenient ist, tatsächlich das Spiel einfach raustappen zu können, ohne dass man raustappen muss. Weil es einfach als Fenster da bleibt. Merk schon, der Baum ist mein Freund. Der ist unser aller Freund. Da hättest du einen Curveball gebraucht, aber ich glaube, die kann man ja nicht machen. Ich alles hin, kein Problem. Zeig dir, wie das geht. Das wird so schief gehen, ne? Aber ist mir egal. Was uns zum nächsten Spiel bringt, was wir spielen können danach. Pangia, lol. Hallo! Bam! Okay. Du kannst auch den Schlag ändern und du kannst den Drall einstellen. Das kann ich? Den Schlag kannst du ändern mit Caps Lock und den Drall kannst du ändern im Flug und WASD und links klickst. Okay. Also du machst gerade einen normalen Schlag. Ja. Ich würde auf Annäherung umstellen. Weil Annäherung ist präziser, dafür also weniger Kraft. Moment, was? Den Schlag, nicht den Schläger. Achso. Caps Lock. Das sind noch 20 Sekunden, du machst das schon. Ach komm. Einfach YOLO rein doch. Jetzt noch einfach YOLO putten. Hat er komplett gelenkt. Oh. Der ist jetzt extrem schwer. Ah! Da steht die Null. Ja, irgendwie die erste Runde war nicht. Das erste Loch habe ich gut verkackt. Wir müssten bereit machen. Okay. Hier sind einfach zu viele Bäume auf dem Golfplatz. Ganz einfach. Wär's mit Bäume umspielen? Nee. Aha. Hey. Das Loch ist nicht sehr weit. Da sehe ich. Das ist trotzdem zu kurz. Oder zu weit. Auch gut. Ist zu kurz. Oder zu weit. Also ich meine, du könntest auch mit dem Putter versuchen, glaube ich sogar. Da kannst du übrigens auch umstellen zwischen einem kurzen Putt, einem Putt und einem langen Putt. Die gehen halt dementsprechend weiter oder kürzer. Das ist eigentlich ganz okay. Du brauchst halt jetzt ordentlich Gewalt.
Meinst du, den schaffe ich? Never. Der wollte schon wieder draußen bleiben. Der Berg ist auch scheiße. Hör mal. Kevin haut da drauf und denkt sich, welcher Berg? So ungefähr. Und wenn du auf Pi endest, dann bin ich schon stolz. Ich habe übrigens noch nie im Minusbereich oder ein paar Bereiche geendet. Ich dachte, das wird mal. Das ist schon mal eine super Voraussetzung. Ja, ne? Ne, wird nicht drum gespielt. Was ist das denn für eine Banane? Ja, die ist ein Baum, der eigentlich im Weg steht. Was ist das denn für eine Banane? Idee ist gar nicht mal so scheiße. I like the idea of that. Kevin denkt ja auch so, ne, ein Scheißdreck, Alter. Gib mir das Höchste, was du hast. Das ist ja, nicht easy. Das Höchste. Er geht noch mehr höher. Oh. Das ist das Höchste. Aber du könntest ja bauen, ne? Ja gut, das ist jetzt schwierig. Bäume stehen echt scheiße hier, ne? Wenn du einen besseren Wind hättest, dann kannst du sogar in zwei den rein, aber ist schon schwierig. Das war kurz vor Bunker. Ja. Der war auch schon drin im Bunker. Das ist richtig, aber ich habe die Hitbox vom Baum perfekt verfehlt. Quasi. Das ist gut. Wie stark ist ein 6er Wit? We will find out. Just in a second. Sehr stark. Wo ist denn der Ball gewesen jetzt? Den 3 machst du während du fliegst, komplett. Dann kannst du mit linker Maustaste und WASD kannst du dann den 3. Also du musst linke Maustaste spammen und dann WASD. In der Luft. So. Muss man den noch easy einputten. Jetzt muss man den easy verfehlen, den Put. Ich wusste, ich hätte den längeren nehmen sollen, aber ich wollte nicht. Ich dachte, ich vertraue dem Spiel, aber das Spiel hat mich getrennt. Und daneben, belastend. Du musst da links auf die Brücke spielen, Kevin. Ja, mit Sicherheit. War schon close. Ja. Jetzt will ich das Hole in One sehen. Am besten bei den paar 5. Ja, natürlich. Ja. Du musst da rechts hin. Du musst da rechts einfach, siehst ja schon die Fahne, einfach dahin. Als ob der D weitergeht wie der. Okay. Der Driver ist der höchste.
Und den darf man manchmal nicht nehmen, oder was? Den darfst du nur auf dem Team nehmen. Okay. Netter Schlag! Fairway in Regulation. Uff. Ja, ich sehe das Problem. Ja, der Bunker ist dein Freund, ne? Nee, ich mach mir mal kurz meinen Medizin-Drink. Ich mag das nicht, dass der Bunker mein Freund sein will. You have to be so mean to the Bunker. Was Bunker Pupu? Na, you Pupu. That's my Bunker Pupu. Big Muff. Wer ist gerade an der Reihe mit Schlagen und hat so eine Zuckungen? Was Zuckung? Achso, das nennt man Diesel. Oh, ich hätte nicht schlagen sollen. Weil Kevin hat eine Schlagkugel die gerade abmischt. Ganz langsam, aber sicher. Dreißig Sekunden hat er noch zum Schlagen. Gucken, ob in der Zeit wieder da ist. Ich habe doch mal nicht geachtet und ich hatte Zeit vergessen. Machst du die Geräusche oder macht Kevin die? Ich. Das ist nicht gut. Warum? Hey, Kevin noch 10 Sekunden da zum Schlagen. Okay, Kevin ist wieder da. Fühl mal eben Panik, ist war der verdammt cool. Also, was heißt Panik? Ich habe einfach aufgehalten. Wenn er mehr links gewesen wäre, wäre der drin gewesen. Ja, easy. Aber wenn das Wörtchen wendig wäre, ne? Ja, aber das Wörtchen wend ist halt nun mal. Das Wörtchen wend ist nun mal ein Arschloch. Ganz schlicht und ergreifend. Ja. Job, das Loch ist sogar auf einem extrem hohen Berg. Yep. Der ist ziemlich steil. Das ist so ein steiler Berg, der würde wahrscheinlich wieder deinen großen Schläger aufhalten. So dass der Ball hängen bleibt. Und Chrissy legt so jetzt im Maul. I felt scammed in that moment. Da sei ja mit Agros angegangen. Millimeter. Ja, du hast einen anderen Berg, Gönnung. Ja. Uff. Oh. Doch ein Zacken zu nah daneben. Vielleicht schaffst du den ja. Oh, den schafft das Spiel automatisch. Schwierig. Sicher? Ja. Ich bin anderes vom Spiel gewohnt, glaub mir. Dass das Spiel diesen Schlag macht und trotzdem verkackt, oder was? Ja. Oh wow. Das ist mir aber auch nur ein einziges Mal unter die Augen gekommen, was passiert ist. Na dann. Guck mal, die Eier und der Minischwanz. Wobei, wenn du das helle Grüne, also nicht das helle Grün, sondern das saftigere Grün, dann ist das sogar ziemlich lang. Wenn du das Fairway nimmst, dann statt das Grün. Okay. Ich hab Langeweile! Oh. Schwierig. Eine wenig.
Hashtag sponsored not sponsored. Lul? Baum? Ne, Baum nicht. Baum haben wir beide nicht getroffen. Ja, richtig. Und jetzt kommt wieder der Pupp des Jahres. Das sehe ich hier. Schade. Aber der Charakter hat sich immer noch gefreut. Ah, ich weiß auch nicht warum. Das hier gerade? Nein. Nicht gerade. Ich weiß aber nicht, das Gefilde einzuschätzen. Also von daher einfach mal drauf. Hätte ich nichts geändert! Hättest du mal nichts geändert. I started to second guessing this. Uff, ich hab grad gesehen, wie Christopher konsequent daneben gehauen hat. Konsequent die Night wurde. Christopher, I'm proud of you. Kevin, hat's immerhin gleich gemacht. Kleinzangen zu scharf gespielt, so ein Mist. Jetzt bin ich doch wieder bei plus 1. Jetzt musst du wieder einen unter plus 1 haben. Hui. Also, unter paar. Kriegst aber ja hin, ich glaube, das siebte Loch ist richtig easy. Anders gesagt, ich hab nicht mal eine Ahnung, wie es aussieht. So sieht's doch das aus. Doch. Ist ganz easy. Ganz easy. Pass auf. Machst du einfach den hier mit 101%, dann geht das. Der weiteste Abstand. Neuer Rekord. Easy. Okay. Muss also einfach schön 100 und plus Prozent und dann auf da. Pass nur auf, dass du den Gehweg nicht triffst. Warum einen Passanten auf dem Gehweg einen Golfball an den Kopf hämmern? Nee, der Punkt ist, vom Gehweg aus zu spielen ist scheiße. Nee, du darfst nicht vom Gehweg spielen. Das ist out of bounds. Noch ekliger. Ey. Oh. Schön den Pfosten mitgenommen. Ja. Ich find's aber gut, dass der eine Hitbox hat. Muss er jetzt einfach den krassesten Schlägen, der hat's einfach hohe Energie gebürlert. Dann geht das schon. Hau weg. Dieses Mädel verzieht ganz schön. Oh. Haben. Wenn du Power machst, dann verzieht er auch, ne? Du büßt mit Power Präzision ein für Kraft. Aha. Mit Annäherung büßt du Power für Präzision ein. Deswegen habe ich einen Annäherungsschlag benutzt und du Power-Schlag. Das ist der Unterschied. Das war ein bisschen zu heavy, aber... hätte nochmal stärker sein müssen und noch ein bisschen weiter nach rechts, okay. Christopher Werner, professioneller Golfspieler. Ich weiß das schon wieder nicht einzuschätzen. Ne? Wird zu schnell. Okay, weißt du, was das ist? Das ist auf einer Erhöhung und rechts und links geht's runter. Huh. Ich dachte, das ist zu schnell. 3% unter dem, was ich wollte. Ja, geht halt gut runter. Scheiße. Mhm. Wenn du die fucking Fahne triffst, weil
lag für ein 2 Minus oder ein paar aus, Alter. Ich glaube, bei dir sieht das Loch jetzt echt hoch aus. Kann das? Weniger hoch, mehr tief, aber es ist echt so. So einer komplett ekligen Stelle. Natürlich. Mm. Tja, ich habe gehört, dass mit dem Mach's gleich einfach beim 5. Hole in One, dann geht das. Halt's Maul! Aber jetzt in einem. Halt's Maul! Nee, ehrlich. Den kriegen wir nicht hin. 541 Yards, das kriegst du ja wohl mit einem hin. Ja, natürlich. Was bitte? Weißt du, was interessant wäre? Was denn? Dass wenn du mit dem Stärke-Level tatsächlich die Schlagweite, Ha! Bunker! Bunker! also, ne? Was? Ist es wenn du auch mit dem Stärkewert halt die Schlagweite einstellen, also nicht einstellen, sondern manipulieren könntest. Das heißt, wenn du komplette Stärke gelevelt hast, dass du dann, weiß ich nicht, wie weit schießen kannst. Das ist der Fall. Ach, ist dem so? Ja. Das heißt, wir sind beide Schwächlinge, gut zu wissen. Nein. Wir sind beide Triathlet. Das skaliert auf Athletik. Auf Ausdauer dann dementsprechend. Ja. Weil es skaliert halt nicht auf Stärke, sondern auf Athletik, aber... Ja, aber Stärke müsste auch mit einwirken. Ach, nix, Wedge, Alter. Gib mir ordentlich was, ey. Ich will da hin nach Böllern. Fliegen muss das Ding. Power muss dahinter. Irgendwo, ist mir jetzt egal. Weg. Bam. Immerhin weit geflogen, die Kacke. Do you see that? That is a tree. Aber es ist auch assig, dass sie unter dem scheiß Baumbunker pflanzen. Vor allem pflanzen. Ja. Hat er nicht. Ha. Der Baum ist jetzt ein bisschen schwierig. Einfach ein Punch, dann geht das. Das war der Schlag, wo ich in den Boden gehauen habe. Ah. Aber der sollte eigentlich funktionieren. Nur ich stand halt wohl an einer Erhöhung am Anfang und dann... Nee. Hau weg, die Kacke! Ja, warte. Aber nicht rechts in dem Bunker, das ist auch nicht gut. Ja, gut. Das war echt gut. Ah. Ich würde hier eh wieder nur ein paar schaffen. Ist ein Problem. Oh, das ist sogar out of bounds. Ja. That's not good. Not at all. That's actually really good, but... Well, yes, but actually no. Das ist doch drin! Das ist doch inbound! Easy! Du siehst, mein Ball ist am Rand. Sagen wir am Rand. Ich bin gleich bei Schlag 4, ne? Ich darf das Button nicht verkacken. Warte, 1, 2, nee. Ich bin gleich bei Schlag 3. Ne, bei Schlag 4, scheiße! Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich sehe doch den Baum schon, ey. Gönn ihr den?
Warte doch schon auf dich. 10 Sekunden hast du noch. Nicht in den Bunker. Doch. Verdammt. Wie war das mit Kacken? Ja, wenn man halt mal muss. Mein Gott, kann auch nichts für. Warum sind der scheiß Schläger überhaupt so klein, Alter? So, jetzt will ich was sehen. Ja, natürlich. Der Bunker ist sehr interessant, der ist ziemlich flach für den Bunker und nicht sehr tief. Kannst du mal mit dem Putter versuchen? Ja, natürlich. Aus Susanne soll das gut sein, habe ich gehört. Ja, mit Sicherheit. Boah, weißt du, was man eigentlich mal machen müsste? Baum. Golf auf dem Beton spielen. LOL! Oder auf irgend sowas. Wo wollte der denn hin? Easy grün! Damit du dir den Schläger richtig fixst, wenn du einen Boden haust, ne? Richtig. Stimmt wohl. Hab ich nicht drüber nachgedacht. Aber der Ball würde lustig sein, Alter. Boing, boing. Ja, der wäre lustig, aber der Schläger einmal einen Boden, dann kannst du gefühlt einen neuen kaufen. Der sagt dann, nee, fand ich nicht so geil, ey. Ja, das dachte ich mir gerade auch, Kira. You can't be fucking serious. Wie kacke ist der Berg denn? Geht eigentlich. Der Berg ist gar nicht mal so kacke. Korrigiere, der Berg ist ziemlich kacke! Scheiße! Kollisionsabfrage mit Hass. Ich wollte nach, ein Stück nach links, ne? Ich wollte. Aber dann dachte ich mir so, nee. Immerhin ja, liegt dann auf All in One bei Vierer, krieg ich hin. Bitte, equal. Immerhin. Dann habe ich zumindest mal paar. Das reicht mir schon. Ich muss bereit machen. Naja. Das ist so ätzend, dass man das ständig machen muss. Ist halt zum Tabelle angucken. Machen auch Leute. Dann geben wir denen eine gewisse Zeit zum Gucken. Hau weg, die Scheiße! Eat! Hammer eklige Sounds, alles klar, auch am Start? Super, ne? Fuck mein Ventilator liegt gerade nicht hier, ich kann nicht richtig abfacken. Hätt ich wollte gerade schon fragen, was nutzt du denn da, Alter? Gar nichts. Der Wind kommt von hinten, ne? Okay. Wo immer du hin willst. Dieser Typ. Dieser Putt des Jahres. 9 Eisen, da siehst du dich. Bam! Freut sich! Kevin freut sich daran eher weniger drüber! Es waren ein paar, hey, immerhin! Für das minus 1! Er soll wieder einen Zentimeter vorher stehen bleiben! Für das minus 1! Nope!
Ja, weil das Ding rechnet nicht alles ein. Kriegst nicht mal Geld beim Golfen, Alter. Nicht? Wunderschönes Bild gerade bei mir, ne? Ich sehe da auch gerade einfach nur Kira, wie sie da total bedröppelt guckt. So, willkommen zur öffentlichen Lobby. Alt F4. Vorteile sicherer dir, auch wenn du Twitch Prime jetzt hast, kriegst du 1,25 Millionen GTA-Dollar, sagst du? Ja, richtig. Ja, Kevin, Gönnung. Hab ich schon. Ich bin doch schon bei 2,5. Ich bin mal gleich wieder da. Ja. Dann weiter geht ja auch noch. Weg. Ich finde das klingt wieder hart nach einer herben Enttäuschung. Was? Und mit dieser herben Enttäuschung, ne? Weiß Bescheid. Da GTA eh wieder nicht laden will, ist das wirklich eine herbe Enttäuschung. Also, mit dieser herben Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace. Ja, Big Oof. Ja, Big Baba Oof, Alter.